Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Das würde mich total freuen und ihr würdet meinem kleinen Kanal auch sehr, sehr helfen. Und ihr bekommt auch ganz versprochen jeden zweiten Tag ein neues Video mit mir. Heute möchte ich euch zeigen, was ich eingekauft habe. Ich war nämlich gestern bummeln und war in einigen Geschäften und habe da ein paar schöne Sachen gekauft. Und es hat sich ein bisschen anders entwickelt, als ich das eigentlich geplant habe. Ich bin eigentlich in die Stadt gefahren, um zu TK Maxx zu gehen und dort hoffentlich ein paar richtig coole Schnäppchen zu machen. Allerdings hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe nämlich gar nichts bei TK Maxx gefunden, was ich kaufen wollte. Also es waren ein paar Sachen da, wo ich dachte, okay, die sind nett. Würde ich theoretisch mitnehmen, wenn ich jetzt noch so ein richtig, richtig tolles Schnäppchen finde oder irgendwas, auf das ich mich schon lange gefreut habe, aber nie irgendwie gekauft habe. Es gab irgendwie gar nichts, wo ich sage, so wow, das musst du mitnehmen. Deswegen bin ich halt unverrichteter Dinge wieder rausgegangen aus dem Laden und dachte mir, ja okay, du wolltest noch schnell zu Rossmann, weil du dir ein paar Kleinigkeiten holen wolltest und zu DM. Und dachte mir, ja okay, wenn du schon mal in der Stadt bist und bei TK Maxx so gar nichts gefunden hast, dann gehst du schnell bei Primark rein und schaust mal, ob es irgendwas Nettes gibt. Ich wollte mir dort nämlich ein paar Strumpfhosen kaufen. Es gibt da nämlich so welche, die sich irgendwie ja, den Außentemperaturen anpassen. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Das sind irgendwie so Strumpfhosen, wenn es kalt draußen ist, dann wärmen die einen. Und wenn es sehr, sehr heiß draußen ist, dann sollen die auch irgendwie kühlen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das funktionieren soll. Irgendwas muss das mit den Fasern zu tun haben, aber wie das genau geht, weiß ich nicht. Wisst ihr das? Also wie diese Funktionsweise da ist? Also mich interessiert es total und ja, ich habe mir solche Strumpfhosen halt auch schon mal gekauft und war ziemlich zufrieden damit. Also gerade an Tagen, wo es sehr, sehr warm war, habe ich halt tatsächlich irgendwie so einen kühlenden Effekt von diesen Strumpfhosen gehabt. Und deswegen dachte ich mir, okay, holst du dir nochmal so eine Packung, weil die mir einfach sehr, sehr gut gefallen haben. Und dann bin ich halt statt ja, eine Shopping-Orgie bei TK Maxx zu machen, war ich denn kurz bei Rossmann, bei DM und bei Primark. Und ich möchte euch jetzt gerne die Sachen zeigen, die ich gekauft habe. Ich fange mit den Sachen aus den Drogerien an. Das waren nämlich jeweils nicht ganz so viele. Und dann geht's zu den Sachen von Primark. Und ja, legen wir mal los mit DM. Dort habe ich mir nämlich etwas gekauft für 95 Cent. Etwas, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag, nämlich den Sugar Scrub mit Orangenschalen, Vitamin C für einen strahlenden Ton. Das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Ich feiere dieses Peeling total. Es ist irgendwie sehr wirkungsvoll. Also man peelt wirklich sehr, sehr gut die Haut. Aber es ist auch nicht zu kratzig, zu grobkörnig. Also ich habe nicht das Gefühl, dass danach mein Gesicht gereizt ist. Man kann das auch für die Lippen verwenden. Schmeckt dann auch sehr, sehr angenehm. Und das war bei mir mal wieder leer gewesen. Ich verwende das ja wirklich regelmäßig. Das ist auch so ziemlich das einzige mechanische Peeling, das ich noch an mein Gesicht lasse. Und weil das aus war bei mir, habe ich mir jetzt zwei Päckchen nachgekauft. Und die werden ganz, ganz sicher bei mir dann auch regelmäßig in Verwendung sein. Dann konnte ich mal wieder am Regal von BH Cosmetics nicht vorbeigehen und habe mir eine kleine Lidschattenpalette gegönnt, nämlich die Let That Shit Go. Oh, ein sehr seltsamer Name eigentlich für eine Lidschattenpalette. Und zwar habe ich die mir gekauft wegen der wunderschönen Grüntöne. Ihr kennt mich ja, ich mag blauen Lidschatten, ich mag lila Lidschatten und vor allen Dingen mag ich grünen Lidschatten. Und dann dieses tolle Dunkelgrün, dieses tolle, also so ein richtiges Moosgrün, dann dieses hellere Grün und vor allen Dingen dieses tolle schimmernde Grün hat mich total fasziniert. Und dann kann man das auch richtig schön kombinieren mit diesen braunen Tönen und diesen rötlichen Tönen. Hat mich total angesprochen. Habe ich auch heute meinen Augenlook schon mitgeschminkt. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Palette. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich die mitgenommen hatte. Ich hatte die schon länger ins Auge gefasst. Aber aus irgendwelchen Gründen, die ich gar nicht weiß. Ich meine, bei Lidschatten, da kenne ich ja nun wirklich eigentlich keine Hemmungen. Hatte ich sie bisher noch nicht. Und jetzt habe ich sie mir mitgenommen. Die hat 13,85 Euro gekostet. Ist also nicht ganz so günstig. Aber die Lidschattenpaletten von BH Cosmetics, die sind halt auch wirklich sehr, sehr hochwertig. Haben tolle Farben. Sind super pigmentiert, man kann klasse damit verblenden und die Schimmertöne sind auch nicht so krümelig. Also ihr kennt das vielleicht, wenn man Schimmertöne hat, die irgendwie ja, so vielen losen Glitter haben, dann hat man nachher hier überall auf dem Gesicht solche kleinen Glitterpartikel und sieht aus wie so eine Glitzerfee.
bin ich nicht so Fan von. Ich meine, so ein bisschen Schimmer und Glitter finde ich ganz gut, aber den möchte ich doch lieber punktuell auftragen, zum Beispiel mit Highlighter und nicht einfach vollgekrümelt werden von meinem Lidschatten. Das machen die von BH Cosmetics zum Glück nicht. Also zumindest habe ich da noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt eine weitere BH Cosmetics Palette in meiner Sammlung habe. Und ich glaube, meine BH Cosmetics Sammlung ist auch so ziemlich eine der nächsten, die ich euch vorstellen möchte in der Videoreihe Darf ich vorstellen? Da habe ich ja schon ein paar Produkte für euch rausgesucht und da werdet ihr demnächst auch noch vertrauter gemacht werden mit den Produkten, die ich bei mir so im Schrank stehen habe. Dann war ich noch bei Rossmann, da wollte ich mir nämlich etwas nachkaufen, wovon ich sehr, sehr begeistert bin, nämlich die Sundrops mit Vitamin C, Lichtschutzfaktor 30 für Gesicht, Hals und Dekolleté. Also ich verwende die eigentlich hauptsächlich für Hals und Dekolleté oder auch für die Hände, weil ich für mein Gesicht lieber Lichtschutzfaktor 50 nehme. Aber das sind halt wirklich ganz, ganz tolle Tropfen. Ja, es ist eigentlich mehr so eine Art Sonnenschutzserum, würde ich das bezeichnen. Also es ist sehr, sehr leicht, es zieht wirklich total gut ein, es riecht angenehm und ich habe auch das Gefühl, dass es eine gute Schutzwirkung hat. Also ich feiere das Produkt total. Das letzte Mal, als ich bei Rossmann war, gab es das in der Filiale leider schon nicht mehr. Jetzt habe ich es nochmal in der Filiale gefunden, hat 3,99 gekostet. Feiere ich total und war leider nur noch eine Packung da, sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch zwei oder drei mitgenommen, weil ich die wirklich richtig, richtig toll finde. Ihr kennt vielleicht das Problem von Sonnenschutzprodukten, dass die manchmal sehr ölig sind oder dass die schlecht einziehen oder irgendwie so einen klebrigen Film auf der Haut hinterlassen. Das machen diese Sundrops halt wirklich nicht und deswegen mag ich dieses Produkt halt total gerne. Man hat wirklich das Gefühl, dass man eher mit einem Pflegeprodukt arbeitet als mit einem Sonnenschutzprodukt. Und das mag ich total gerne, dass es gut riecht und schön einzieht und keinen unangenehmen Film auf der Haut hinterlässt. Ist also ein wirklich, wirklich gutes Produkt. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das noch bekommen habe. Ein zweites Sonnenschutzprodukt habe ich mir auch mitgenommen, nämlich von der Rossmann Eigenmarke Sun Ozon, das Sport Anti-Sun Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 50. Das hatte ich in klein mit Lichtschutzfaktor 30 auch schon mal gekauft und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das verwende ich vor allen Dingen gerne, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und da denke so, oh, brauchst du noch Sonnenschutz hier, vor allen Dingen den Bereichen, die man halt nicht abdeckt. Ich meine, okay, man muss sich natürlich nicht jeden Tag so, ja, so weit ausgeschnitten irgendwie präsentieren, aber halt auch zum Beispiel Hände und Hals und so weiter. Da brauche ich halt doch schon Sonnenschutz, weil ich halt sehr, sehr, sehr empfindlich auf Sonneneinstrahlung reagiere. Und weil mir das kleine Spray schon sehr, sehr gut gefallen hat. Also man sprüht es wirklich auf und hat dann halt so einen leichten Sonnenschutzfilm, der ein bisschen klebrig ist, also das nicht ganz so gut wie die Sundrops. Aber gefallen mir trotzdem ziemlich gut. Deswegen habe ich mir jetzt die große Größe gekauft und noch mit einem höheren Lichtschutzfaktor, weil ich denke mir immer so, lieber noch ein bisschen mehr Schutz als zu wenig Schutz. Das war jetzt nicht ganz billig. Das hat 5,49 € gekostet. Aber hey, den Schutz der Haut, das sollte man sich das definitiv kosten lassen. Also, weil ich halt gute Erfahrungen mit dem kleineren Probeprodukt gemacht habe, habe ich jetzt die volle Größe gekauft und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch damit sehr zufrieden sein werde. Dann habe ich noch eine Lidschattenpalette gekauft. Ihr merkt, ich musste meiner Sucht mal wieder frönen. Bei Lidschatten ist halt wirklich ganz, ganz schlimm bei mir. Das ist wirklich so meine Sammelleidenschaft Nummer eins. Habe ich mir von Revolution die Coca-Cola-Palette gekauft und die hat mich gleich von den Farben total angesprochen. Ich zeige sie euch mal. Also super farbenfroh. Hier dieses tolle Blau hier unten interessiert mich, das Lila, denn diese beiden Orangetöne auch total. Das Rot ist natürlich auch super knallig, interessiert mich total. Und auch dieses schimmernde Goldgelb oder eher Altgold. Also wie gesagt, die Farben finde ich total toll. Und habe die gesehen und dachte so, wow, das ist eine Palette, die du auf jeden Fall noch in deiner Sammlung brauchst. Aber was mich so ein bisschen gewundert hat, also ich will gar nichts gegen die Palette sagen und auch nichts gegen die Farben. Ich kann jetzt natürlich noch keine Schminkerfahrung damit geben, weil ich halt heute meine BH Cosmetics Palette erstmal ausprobiert habe für dieses Video. Mich haben die Namen total gewundert. Ich lese euch mal vor. Also die heißen halt Orbit, Komet, Zodiac, Satellite, Eclipse, Galaxy, Space. Also das sind alles so Namen, die mich an den Weltraum irgendwie erinnern. Ich meine, also, und da dachte ich so, was hat denn das jetzt mit Coca-Cola zu tun? Also wenn ich eine Coca-Cola-Palette habe, dann hätte ich halt solche Sachen erwartet, dass die Farben heißen irgendwie wie Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix, halt irgendwie diese ganzen,
ja, Namen, die man irgendwie mit Coca-Cola und deren Nebenprodukten in Verbindung bringt. Ich meine, die einzige Farbe, die da so ein bisschen dran angelehnt ist, ist Bubbles, dieses helle Lila hier oben. Aber ansonsten dachte ich mir so, was hat denn jetzt Galaxy mit Coca-Cola zu tun oder Zodiac oder Komet? Also, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Also, irgendwie passen meiner Meinung nach die Farbnamen nicht zu der Kooperation. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie ein Fehler war, dass irgendwie die falschen Namen irgendwie auf die Palette gedruckt worden sind oder die Palette vielleicht ein anderes Konzept hatte, irgendwas mit Weltraum und Sternen und irgendwie sowas und dann aber sich doch irgendwie die Kooperation mit Coca-Cola ergeben hat. Also, so könnte ich mir das erklären, aber eigentlich hätte ich dann erwartet, dass die halt die Namen halt einfach nochmal anders gestalten. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, warum diese meiner Meinung nach recht unpassenden Namen auf einer Coca-Cola-Palette aufgedruckt sind. Aber meine Güte, die Namen sind ja auch nur wirklich nicht das Wichtigste bei einer Lidschattenpalette. Ich werde ganz, ganz zeitnah diese Palette ausprobieren. Darauf freue ich mich schon sehr, weil, wie gesagt, die Farben finde ich total toll. Und mit den Paletten von Make-up Revolution habe ich tatsächlich auch bisher nur ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Also dafür, dass es eine Drogeriemarke ist und ja auch relativ preisgünstig, sind meiner Meinung nach die Lidschattenpaletten von Make-up Revolution immer trotzdem qualitativ ziemlich gut und gut pigmentiert und man kann toll damit arbeiten. Deswegen freue ich mich sehr darauf, die Coca-Cola-Palette mit den seltsamen Space-Namen sehr, sehr bald auszuprobieren. Die hat übrigens 12,99 € gekostet und ich finde, für so eine schöne Palette mit so vielen tollen Farben ist es auf jeden Fall ein total fairer Preis. Dann kommen wir mal zu den Produkten, die ich bei Primark gekauft habe. Da muss ich mir natürlich erstmal meinen Kassenbon hier schnappen, damit ich euch auch sagen kann, wie viel die Sachen gekostet haben, die ich gekauft habe. Aber wohl auf manchen Sachen stehen sie halt auch mit drauf. Deswegen wird das nicht allzu schwer sein. Einmal habe ich mir hier einen total niedlichen Schlüsselanhänger gekauft von Harry Potter, einen Hogwarts-Schlüsselanhänger mit dem Logo der Schule. Und weil der nur 1,50 € gekostet hat, konnte ich daran nicht vorbeigehen. Irgendwie, ich habe so ein Faible für schöne Schlüsselanhänger. Also an jedem Schlüssel, den ich so habe, ich habe hier einen Arbeitsschlüssel, einen Autoschlüssel, einen Wohnungsschlüssel, da überall habe ich Schlüsselanhänger dran. Und ich mag das total, wenn ich irgendwie anhand der Schlüsselanhänger meine einzelnen Schlüsselbünde gut auseinanderhalten kann. Und den werde ich jetzt auch irgendwo schön platzieren. Und mal gucken, ich weiß noch nicht, an welchen Schlüsselbund das mit rankommt, aber ich habe den gesehen und dachte so, wow, den musst du mitnehmen. Ich bin ja halt auch wirklich großer Harry Potter-Fan. Und da war das natürlich dann für mich sehr, sehr leicht, dort zuzugreifen und das mitzunehmen. Meine Leidenschaft für Harry Potter werdet ihr übrigens auch noch an anderen Produkten sehen, die ich euch gleich zeigen werde. Zunächst einmal habe ich aber noch einen Pinsel gekauft bei Primark. Und zwar ist das ein Lidschattenpinsel, einmal hier oben an der Seite so ein bisschen dickere, am besten zum Verblenden geeignet, denke ich mal. Und hier oben ist noch ein bisschen kleinere Variante. Also ich glaube, die eignet sich ziemlich gut zum Auftragen von Lidschatten. Inwiefern das gut funktionieren wird, weiß ich jetzt natürlich noch nicht, weil ich den Pinsel noch nicht, also, beziehungsweise die Pinsel ist ja so ein doppelseitiger, noch nicht ausprobiert habe. Ich habe jetzt vorsichtshalber erstmal nur einen mitgenommen. Es gab halt Pinsel in verschiedenen Ausführungen, aber ich wusste halt nicht, wie gut die Pinsel von Primark sind. Deswegen habe ich gedacht, okay, nimmst du erstmal einen mit. Der hat 1,50 € gekostet, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Aber ich hoffe halt, dass der auch qualitativ gut performen wird. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, kann ich euch ja in einem der nächsten Videos dann berichten, wenn ich ihn mal ausprobiert habe, ob der gut ist, ob er empfehlenswert ist oder ob es tendenziell vielleicht auch eher kein so gut geeigneter Pinsel ist. Ich weiß es noch nicht, ich werde es sehen. Ich habe natürlich große Hoffnung dabei, dass ich mir einen guten Pinsel gekauft habe. Und falls dem so sein sollte, würde ich bei meinem nächsten Einkauf dort in dem Laden dann wahrscheinlich noch ein paar mehr mitnehmen. Aber erstmal abwarten und ausprobieren. Dann habe ich mir etwas mitgenommen, was ich total interessant fand und dachte so, okay, sowas hast du tatsächlich noch nicht, aber du kannst es garantiert gut gebrauchen. Nämlich eine Schüssel zum Waschen von Megapinseln. Das hat 3 € gekostet und ist hier so eine ja, sehr intensiv pinke Silikonschale, wo man hier oben dann so die Pinsel ablegen kann und hier drin sind so ganz, ganz viele Noppen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wo man denn wahrscheinlich die Pinsel gut drüber reiben kann. Kann ich mir total gut vorstellen, irgendwie hier warmes Wasser reinzumachen, mildes Shampoo und dann die Pinsel richtig schön auszuwaschen.
Also ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, regelmäßig die Pinsel auszuwaschen. Also gerade die Pinsel, die mit feuchteren Konsistenzen in Kontakt kommen, wie zum Beispiel Foundation-Pinsel, die muss man wirklich so oft gründlich auswaschen, weil wenn ihr die Produkte da einfach drin lasst, dann entstehen Bakterien und wenn ihr euch danach wieder im Gesicht damit rumwischt, dann ja, dann kommen diese Bakterien auf eure Haut und dann gibt es Pickel und Unreinheiten und alles das, was man wirklich nicht im Gesicht haben will. Deswegen super wichtig, regelmäßig die Pinsel auszuwaschen. Also ich mache das grob, in Anführungszeichen, jeden Tag direkt nach dem Schminken, dass ich die einmal unter dem laufenden Wasser abspüle, gelegentlich vielleicht mit ein bisschen Handseife. Und mindestens einmal die Woche gibt es halt so ein richtig großes Schaumbad bisher in meinem Waschbecken für meine Pinsel, wo ich dann mit Shampoo die Pinsel richtig, richtig gründlich auswasche. Und dazu werde ich das nächste Mal dann mal diese Schale hier nehmen und mal gucken, ob die gut funktioniert. Und falls ja, lasse ich die am besten gleich bei mir auf dem Waschbeckenrand stehen, damit ich halt jeden Tag einfach die Pinsel da drin schnell auswaschen kann. Weiß ich halt noch nicht, wie gut das funktioniert. Ich werde es sehen. Ich finde das auch niedlich gestaltet. Ihr seht es ja, das ist irgendwie so ein bisschen wie so eine kleine Badewanne gemacht. Also hier unten mit den Saugnäpfchenfüßen und dann sozusagen, dass ich meine Pinsel da so zum Baden reinlegen kann. Fand ich total süß gemacht. Also die Farbe, dieses knallige Pink, fand ich jetzt nicht ganz so toll. Ich hätte vielleicht lieber irgendwas Dezenteres gehabt, was auch zu meinem Bad passt. Also ich habe halt so ein, ja, so hellgraue Fliesen und also noch so eine Mosaikleiste bei mir an der Wand. Also mein Bad ist tendenziell eher so weiß-beige-grau und da hätte ich eventuell lieber eine Farbe gehabt, die ganz gut dazu passt. Aber meine Güte, dann habe ich jetzt erstmal so ein neonpinkes Schälchen und wenn es gut funktioniert, dann soll mir die Farbe halt auch einfach egal sein. Dann habe ich mir mitgenommen eine kurze Leggings, zeige ich euch mal. Ich hoffe, ich kann sie euch ganz zeigen. Also, die geht so bis knapp übers Knie, hat 3,50 € gekostet. Ja, 3,50 €. Ja, sowas ziehe ich halt eigentlich ganz gern an, wenn ich zu Hause bin. Also, jetzt nicht unbedingt, wenn ich unterwegs bin. Da habe ich dann doch lieber, ich sag mal so, Full Coverage an den Beinen, also dass ich eine Strumpfhose oder eine Leggings anhabe. Aber wenn ich zu Hause bin, gerade wenn es irgendwie wärmer ist und ich chill irgendwie nur in der Wohnung rum, dann habe ich doch lieber irgendwie Shorts an oder irgendwie kürzere Hosen und so weiter. Allerdings mag ich es denn doch nicht irgendwie nur jetzt irgendwie in so einer ganz, ganz kurzen Hose rumzulaufen, weil ich halt auch das habe, wie wahrscheinlich viele Frauen, die so ein bisschen kurviger sind. Ich meine, ich bin jetzt zum Glück nicht mehr übergewichtig, ich habe ordentlich abgenommen, aber trotzdem habe ich weiterhin das Phänomen, dass meine Oberschenkel aneinander reiben. Und das kann auf die Dauer echt unangenehm werden. Ich weiß nicht, falls ihr das auch habt, also falls ihr das Glück habt, irgendwie schlanke Rehbeine zu haben, dann werdet ihr das wahrscheinlich nicht kennen. Aber bei mir reiben halt die Oberschenkel innen aneinander und das wird halt unangenehm. Wenn Haut halt aufeinander reibt, gerade wenn es irgendwie ein bisschen feucht ist, wenn man geschwitzt hat, dann kann das echt mal richtig unangenehm werden und auch gerötet und so. Deswegen ziehe ich halt auch lieber in Situationen, wo ich halt nicht unter Leute muss, dann doch lieber eine Hose an oder beziehungsweise Shorts, die mindestens bis zum Knie gehen, damit halt diese Reibung auf der Haut nicht entsteht, weil das halt echt, das mag ich nicht, das tut irgendwann weh und nee, deswegen habe ich halt solche Haushosen, die und jetzt habe ich mir mal wieder eine nachgekauft. Und weil die ich hatte, sind auch langsam irgendwie, ihr kennt das bestimmt, wenn man irgendwie seine Gammelklamotten nach ein paar Jahren, auch wenn man die Dutzende und Aberdutzende Male gewaschen hat, irgendwann sind die nicht mehr schön. Deswegen habe ich mir jetzt mal wieder eine nachgekauft und kann dann eine, die so schon so ein bisschen abgerockt ist, dann mal aussortieren. Dann haben wir hier das Produkt, weswegen ich eigentlich in den Laden gegangen bin, nämlich die Strumpfhosen. Das sind 3 Stück für 5 € und die haben halt wirklich, die sind irgendwie blickdicht, aber halt auch irgendwie nicht zu dick, also dass man darin schwitzt. Und das sind diese mit dieser seltsamen Technologie, die ich nicht verstehe, dass sie irgendwie kühlen und oder auch wärmen sollen, je nachdem, wie die Wetterlage so ist. Ich habe damit echt wirklich gute Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich sie mir jetzt nochmal nachgekauft und habe jetzt mal wieder 3 Paar im Schrank, weil das passiert halt auch irgendwann mit Strumpfhosen, werdet ihr bestimmt auch kennen, dass wenn man sie lange, lange Zeit getragen hat, irgendwo gibt es dann mal ein Löchlein und dann ja, ribbeln die sich auf oder es entsteht eine Laufmasche und dann kann ich mal solche Strumpfhosen aussortieren und durch die neuen ersetzen. Dann habe ich mir noch eine Strumpfhose bzw. eine Leggings diesmal mitgenommen. Das ist ja keine Strumpfhose, da ist ja kein Füßchen mit dran. Nämlich ein, ja, auch eine Thermo-Leggings, die war runtergesetzt von 9 € auf 5 €. Auch die soll irgendwie ja diesen Thermo-Effekt haben. Auch die ist wirklich sehr
sehr dünn. Also ich kann mir das total gut vorstellen für warme Tage. Aber ich werde das halt mal herausfinden, ob der auch diesen Kälte-Wärmeffekt hat, wie die anderen, wie die Strumpfhosen das haben sollen. Werde ich mal ausprobieren. Hat mich auf jeden Fall sehr interessiert. Habe ich hier mir jetzt mal eine mitgenommen, war dann halt auch noch fast um die Hälfte reduziert. Und mal schauen, wie da so meine Erfahrung mit ist. Werde ich euch dann auch mal berichten, wenn es euch interessiert. Ich berichte ja eigentlich hauptsächlich eher über kosmetische Produkte, aber ich kann euch auch gerne ja, über solche Klamottensachen informieren, wenn ich sie euch in Hauls gezeigt habe, wie denn so meine Erfahrungen damit sind. Bei Aufgebraucht-Videos werden die wahrscheinlich eher nicht auftauchen, weil ich ja irgendwie Leggings und Strumpfhosen nicht aufbrauche in dem Sinne. Dann habe ich mir zwei Kosmetikprodukte mitgenommen von Primark und ich war so ein bisschen am Überlegen, also nehme ich mir überhaupt was davon mit, weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die Produkte von Primark sind. Ich gehe da eigentlich tendenziell in den Laden nur rein für Basics. Also für Socken, für Slips, für Strumpfhosen, für Leggings, irgendwie sowas. Also was man immer braucht, irgendwie für den Alltag zum Anziehen. Aber irgendwie für Kosmetik bin ich da bisher nicht reingegangen in den Laden. Also da bin ich dann doch eher so die Drogeriemaus oder bin bei TK Maxx unterwegs. Aber ich habe mir gedacht, ach komm, probierst du einfach mal aus. Ich habe mir jetzt nicht so einen riesen Vorrat mitgenommen, sondern zwei kleine Lidschattenpaletten. Die haben 4 € das Stück gekostet. Die heißen Untamed Panther und Untamed Tiger. Ich fand beide von den Farben echt interessant. Es gab auch größere Lidschattenpaletten, die so irgendwie um die 10 bis 12 € gekostet haben. Aber ich habe mir gedacht, nehme ich erstmal lieber die kleinen günstigen mit, um herauszufinden, wie gut sind diese Produkte eigentlich? Lohnen die sich? Wie performen die? Lassen die sich gut verblenden? Wie ist die Pigmentierung? Krümeln die? Haben die Fallout? Haben die Kickback und so weiter? Das weiß ich halt alles noch nicht, weil ich noch gar keine Erfahrung damit habe. Jedenfalls habe ich mir einmal hier die Tiger-Edition mitgenommen. Die ist so ein bisschen heller, hat irgendwie zwei Farben, die mich total interessieren, nämlich hier oben Aprikot und Rain, halt dieses helle Blau. Die anderen Farben sind recht basic. Ich sag mal irgendwie, mit denen man so einen dezenten Alltagslook schminken kann. Außer hier in der Mitte Pose. Das ist so ein ja leicht schimmernder Braunton, der auch irgendwie ganz interessant irgendwie gestanzt ist. Also wie so ein Tigerfellmuster. Und Raw hier oben interessiert mich auch. Das ist, glaube ich, so ein Schimmer-Topper-Ton. Und Tiger natürlich auch, das ist so ein Goldton hier oben. Also ich sag mal, hier unten die drei, die sind total basic und Suspect ist auch, also ich sag mal, mit den vieren kann man sich einen total dezenten Alltagslook schminken und die fünf hier oben, die sind ein bisschen außergewöhnlicher und da werde ich mal gucken, was ich damit denn schminken kann. Also wenn euch das interessiert, kann ich auch gerne mit euch zusammen dann Look schminken, dass ich ein Auge mit der Palette schminke und das andere Auge mit der Palette schminke, damit wir zusammen herausfinden, wie ist denn diese Palette? Lohnen die sich? Also kann man da vielleicht für günstiges Geld sich richtig schöne Paletten besorgen bei Primark oder lohnen die sich tendenziell vielleicht auch eher nicht? Falls euch das interessiert, wie die Paletten von Primark sind, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann können wir demnächst ein Video zusammen machen, wo ich euch zeige, wie ich mich mit diesen Paletten schminke und ob ich sie euch dann weiterempfehlen kann oder vielleicht tendenziell auch eher nicht. Die zweite Palette habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Das ist die Panther-Palette. Die fand ich auch sehr interessant. Die ist ein bisschen dunkler von, ja, von den Farben her. Hier unten hat man hier Untamed, ein richtig schönes dunkles Grau mit einem leichten Schimmer. Shore fand ich auch spannend. Das ist so ein dunkles Braun, auch mit einem leichten Schimmer. Und Envy fand ich total spannend. Das ist irgendwie sehr, sehr marmoriert. Und ja, da muss ich mal schauen, wie die Glitzerpartikel so sind, ob man da viel Fallout hat. Royal fand ich total spannend. Dieses sehr, sehr intensive Gold mit dieser kleinen Tatze hier mit drin. Und auch Space finde ich spannend. Auch ein schöner Schimmerton, obwohl ich den Namen nicht ganz verstehe, weil normalerweise hat man hier irgendwas wie Untamed Adventure und so weiter. Also was irgendwie schon zu diesem Raubkatzen-Motto, die ja hier auch so gestaltet sind, außen passt. Und dann hat man Space, okay. Naja, ich meine, hatten wir jetzt auch schon mit der Lidschattenpalette von Makeup Revolution, wo auch etwas seltsame Namen drin waren. Ich will ja auch, wie gesagt, das gar nicht verurteilen. Solange die Lidschatten toll sind, dürfen die heißen, wie sie wollen. Werde ich dann auch bald mal testen. Und wenn euch die Palette auch interessiert, wie gesagt, schreibt es mir gerne, dann machen wir das mal zusammen. Dann habe ich noch drei Harry Potter Produkte gekauft, an denen ich einfach mal wieder nicht vorbeigehen konnte. Und zwar einmal ein Päckchen mit
To-Do-Listen. Ich bin ein totaler Fan von To-Do-Listen. Ich mache mir eigentlich jeden Tag eine, egal ob auf der Arbeit oder halt an privaten Tagen, wo ich was zu tun habe, wenn ich viel Haushalt machen will oder einkaufen gehen muss oder sonstige Erledigungen habe. Für mich ist das persönlich immer eine echte Befriedigung, wenn ich abends dann auf die To-Do-Liste gucke und sehe, es ist alles abgehakt, was ich an dem Tag vorhatte. Und dann kann ich halt meinen Abend, meinen Feierabend total genießen. Und außerdem sichere ich mich damit immer ab, dass ich nichts vergesse. Also nicht, dass ich so wahnsinnig vergesslich wäre, aber kennt ihr bestimmt auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas wollte ich heute noch machen. Und dann fällt einem ein, so, oh verdammt, ich musste ja noch das Päckchen zur Post bringen und jetzt liegt es zu Hause, weil ich es heute Morgen nicht mitgenommen habe. Und um sowas zu vermeiden, schreibe ich mir To-Do-Listen. Und ich konnte halt an dieser total coolen Harry Potter To-Do-Liste nicht vorbeigehen. Hier unten hier diese Silhouette von Hogwarts, das interessiert mich halt total und optisch, denn mit den Wappen von den einzelnen Häusern. Und da ist auch noch ein Stift mit dabei. Also, ja, gut, von dem erwarte ich jetzt, ich meine, es ist ein Kugelschreiber, ne? Was soll man da erwarten? Aber auf jeden Fall fand ich das eigentlich ganz cool und werde in Zukunft meine To-Do-Listen mit Sicherheit sehr, sehr oft auf diesem Hogwarts-Blog schreiben. Der hat 2,50 € gekostet. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie viele Blätter da drin sind. Also, ich sag mal, der Dicke des Blockes nach zu urteilen, würde ich sagen, sind es 100. Ich werde es mal ausprobieren. Also, wenn nach einem Dritteljahr das aufgebraucht ist, dann, ja, dann sind es wahrscheinlich 100. Ich wollte es jetzt noch nicht auspacken und durchzählen. Das hätte jetzt ein bisschen lange gedauert. Aber auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr cool. Habe ich mir mitgenommen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Außerdem habe ich mir noch drei Harry Potter Notizhefte mitgenommen. Die sind hier mit so einem hübschen kleinen Band. Erinnerte mich so ein bisschen an den ersten Film, wo Hagrid den Brief von Dumbledore an die Goblins in der Bank mitbringt. Der hat da ja auch so ein Schleifchen drum. Beziehungsweise auch der Stein der Weisen war ja auch in so ein Papier eingeschlagen. Erinnerte mich so ein bisschen daran. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder gewollt ist. Auf jeden Fall fand ich das sehr schön und habe mir gedacht, ach, wie knuffig gestaltet. Diese drei Heftchen haben 2,50 € gekostet. Ich kann das ja mal aufmachen, damit wir uns die drei Hefte auch genauer angucken können. Okay, die sind jetzt ein bisschen. Kann man leider nicht mit einer Schleife einfach ausziehen, aber ich habe das jetzt einfach mit ein bisschen Gewalt aufgerupft. Einmal haben wir hier ein blaues Heftchen mit dem Hogwarts-Logo drauf. Finde ich sehr, sehr schön. Super stylisch irgendwie. Und hier unten auch auf den Seiten ist jeweils die Hogwarts-Silhouette abgebildet. Finde ich total schön. Dann haben wir hier noch ein Heftchen, das mir so gesehen erstmal am wenigsten gefallen hat. Also nicht, weil ich irgendwie Ron und Harry nicht mögen würde, aber ich meine, dieses Schwarz-Weiß-Foto, einfach das, ohne dass es was Besonderes macht, fand ich jetzt am wenigsten ansprechend. Also wenn es jetzt noch so ein Wackelbild gewesen wäre, das sich bewegt, halt wie die Fotos in der magischen Welt, dann hätte ich es wieder cool gefunden. Aber so dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich hier ein Foto von den beiden, das finde ich jetzt so, na gut. Ich meine, innen drin ist es genauso gestaltet mit der Silhouette von Hogwarts. Bei dem Heft weiß ich halt noch nicht, ob ich es behalten werde. Vielleicht schenke ich es auch an meine Nichte weiter, die ist nämlich auch riesengroßer Harry Potter-Fan. Und die ist ja, glaube ich, nicht so skeptisch und kritisch wie ich. Werde ich mal gucken. Das Blaue werde ich auf jeden Fall für mich behalten. Für alle möglichen Notizen, die ich mir so mache. Da muss ich mal gucken, ob ich es behalte oder eventuell meiner Nichte schenke. Das hier werde ich wahrscheinlich auch behalten. Das ist nochmal ein recht dezentes, stylisches Heftchen, wo jeweils ganz viel Hogwarts draufsteht, auch noch die Silhouette aufgedruckt ist. Und innen drin hat das mal keine Linien, sondern ist halt ein Blankoheft. Hier kann man eventuell auch noch kleine Zeichnungen reinmachen. Muss ich mal gucken, wie ich das nutzen werde. Auf jeden Fall konnte ich daran nicht vorbeigehen. Es gab auch noch diverse andere Harry Potter Produkte, aber ich muss ja jetzt nicht wirklich alles kaufen. Es gab irgendwie eine Decke, es gab Bettwäsche, es gab irgendwie so Sofakissen. Also alles, was ich irgendwie relativ cool fand. Also sehr, sehr viel Schreibmaterialien. Aber eigentlich konnte ich wirklich nur bei diesem To-Do-Listen-Blog wirklich nicht Nein sagen. Und bei den Heftchen, weil es halt einfach, ich verwende sehr, sehr viel Schreibheftchen irgendwie, weil ich mir ganz viele Notizen mache auf der Arbeit und auch privat. Deswegen, die werden bei mir halt relativ häufig leer. Deswegen muss ich denen nochmal nachkaufen. Und jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Vorrat. Das letzte Harry Potter Produkt und auch das letzte Produkt in diesem Video ist diese Trinkflasche. Die hat 6 € gekostet und die fand ich wirklich total cool. Die ist schön gestaltet, also ich mag dieses Dunkelblau. Dann hat man hier einmal den Schriftzug Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry und da drauf sind nochmal die Wappentiere von Hogwarts und passt auch farblich super gut zusammen. Hier unten mit diesem,
ja, goldenen Fuß und dem goldenen Deckel und mit der Schrift passt es sehr, sehr gut zusammen. Und ich brauchte nämlich eine größere Wasserflasche. Ich nehme nämlich jeden Tag eine Wasserflasche mit zur Arbeit und aktuell habe ich so kleinere Fläschchen. Also die größte, die ich habe, hat, glaube ich, 0,7 Liter Inhalt und die beiden kleineren haben 0,5 und die sind natürlich ruckzuck ausgetrunken. Und die hier hat jetzt 1 Liter, also doch mal deutlich mehr, also immerhin 300 Milliliter mehr als die größte, die ich aktuell habe, beziehungsweise doppelt so viel wie die beiden kleineren. Deswegen, ja, werde ich die auf jeden Fall mit zur Arbeit nehmen und dann immer wieder nachfüllen. Also ich bin halt wirklich auch komplett weg von so Einwegflaschen. Also früher habe ich das immer so gemacht, dass ich mir irgendwie so einen Sechserträger gekauft habe von kleineren Flaschen, jeden Tag einen mitgenommen habe, ausgetrunken, dann habe ich die wieder zum Pfandautomaten gebracht. Dachte mir, das ist doch irgendwie Quatsch, was da für Plastik in Umlauf ist. Es muss doch wirklich nicht sein. Deswegen habe ich halt lieber ein paar wiederverwendbare Flaschen. Also aktuell habe ich 3, jetzt habe ich die vierte und eine an sich finde ich ein bisschen zu wenig, weil die muss man ja dann doch mal wieder waschen. Und wenn ich die dann zum Beispiel im Geschirrspüler bei mir habe und muss ein bisschen warten, bis der voll ist, bis ich den wieder anstelle, weil ich möchte halt auch wirklich nur gut gefüllte Spülmaschinen anstellen und nicht wegen ein paar Teilen, da muss ich halt gelegentlich mal durchwechseln mit den Flaschen, damit die auch immer hygienisch sauber bleiben, damit ich halt wechseln kann. Habe ich jetzt eine Flasche mehr. Ich hätte mir auch noch die zweite mitnehmen können. Das war dann eine durchsichtige, wo auch noch so Tiere aufgedruckt waren. Aber ich fand die dunkelblaue irgendwie schöner. Also die sah besser aus. Und ich dachte mir, nur damit du irgendwie wechseln kannst, noch die zweite mitzunehmen, die dir nicht so gut gefällt, ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? Deswegen habe ich die nicht mitgenommen und habe mich für die dunkelblaue entschieden, die mir optisch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich bin auch sehr froh, dass ich die jetzt mitgenommen habe. Sie ist nicht nur praktisch, sondern optisch sehr, sehr schön und erfreut mein Harry Potter-Fan. Herz. So, das waren die Produkte, die ich gestern bei meinem Stadtbummel mitgenommen habe. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Einkaufen und beim Präsentieren der Produkte. Ich freue mich schon auf euch, wenn wir uns beim nächsten Video dann wiedersehen. Bis dahin, eure Ramis.